Heute für euch jeder einzelne Zauberstab-Kerntyp in Harry Potter erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über die Zauberstäbe der magischen Welt. Für alle, die Harry Potter lieben, ist bekannt, dass Zauberstäbe die Instrumente sind, mit denen Hexen und Zauberer ihre Magie lenken können. Bereits im Stein der Weisen werden wir mit Ollivanders Zauberstabladen vertraut gemacht, als Harry seine Ausrüstung dort für Hogwarts kauft. Harry bekommt einen 11 Zoll Zauberstab mit einem Kern aus Phönixfeder. Das Faszinierende an Zauberstäben ist, dass sie den Zauberer auswählen und nicht andersherum. Zwischen Zauberern und ihren Stäben besteht eine nahezu symbiotische Beziehung, weshalb nicht jeder Zauberstab für jeden Zauberer geeignet ist. Ein Zauberstab dient einer Hexe oder einem Zauberer als Kanal für ihre Magie. Er besteht aus Holz und beinhaltet in seinem Kern eine magische Substanz. Die von Ollivander gefertigten Zauberstäbe weisen Kerne aus Phönixfedern, Einhornhaaren oder Drachenherzfasern auf und variieren in Holzart, Länge und Flexibilität. Zauberstäbe gibt es in vielen verschiedenen Formen, Farben, Größen und aus unterschiedlichen Materialien. Die Hauptmerkmale, die einen Zauberstab charakterisieren, sind seine Länge, die Holzart und der Kern. Jedes dieser Elemente hat dabei seine eigene Bedeutung. Die Länge eines Zauberstabs kann oft Hinweise auf die physischen Eigenschaften oder die Persönlichkeit der Hexe bzw. des Zauberers geben. So sind die meisten Zauberstäbe zwischen 9 und 15 Zoll lang. Obwohl viele Zaubererstabmacher die Länge basierend auf der Größe des Nutzers anpassen, glaubt Ollivander, dass dies nicht das einzige Kriterium sein sollte. Laut ihm neigen überdurchschnittlich lange Zauberstäbe dazu, Personen mit einer physischen Auffälligkeit oder einer markanten Persönlichkeit zu wählen. Sehr kurze Zauberstäbe hingegen könnten jemanden auswählen, der in irgendeiner Weise charakterlich beeinträchtigt ist. Die Wahl des Holzes für einen Zauberstab spiegelt ebenfalls die Individualität des Nutzers wider. Das gewählte Holz kann oft als Erweiterung der Persönlichkeit des Trägers gesehen werden. Anhand eines Zauberstabs kann man viel über dessen Besitzer herausfinden. Kommen wir nun zum Hauptthema unseres heutigen Videos, dem Kern eines Zauberstabs. Genau wie das Holz ist der Kern eine Verlängerung des Zauberers selbst. Er ermöglicht es dem Zauberer, seine tiefsten magischen Fähigkeiten zu entfesseln. Mit dem richtigen Zauberstab kann ein Zauberer seine Magie weitaus effektiver kanalisieren als mit einem weniger passenden Exemplar. Ollivander, der bekannteste Zauberstabmacher, verwendet hauptsächlich drei verschiedene Zauberstabkerne: Phönixfeder, Einhornhaar und Drachenherzfaser. In diesem Video möchte ich jedoch auch einige der weniger bekannten Kerne vorstellen. Aber bevor wir dazu kommen, lasst uns sehen, was Ollivander über die drei Hauptkerne zu sagen hat, die er verwendet. Zu Beginn meiner Laufbahn sah ich, wie mein Vater, ebenfalls ein Zauberstabmacher, mit minderwertigen Kernen wie Kelpiehaar zu kämpfen hatte. Ich beschloss, nur mit den besten Kernen zu arbeiten, als ich das Familienunternehmen übernahm. Nach zahlreichen Experimenten und Untersuchungen habe ich festgestellt, dass nur drei Materialien den prestigeträchtigen Namen Ollivander wirklich verdienen: Einhornhaar, Drachenherzfaser und Phönixfeder. Jedes dieser seltenen und wertvollen Materialien besitzt einzigartige Eigenschaften. Wie du erkennen kannst, ist Ollivander sich durchaus anderer möglicher Materialien für Zauberstabkerne bewusst. Dennoch hat er sich für Drache, Phönix und Einhorn entschieden, da sie am konstantesten und zuverlässigsten sind, was ihm ermöglicht, durchgängig kraftvolle Zauberstäbe zu kreieren. Es ist nachvollziehbar, dass es sich um mächtige magische Wesen handelt. Doch es existieren auch andere Kernarten und ich glaube, dass Ollivander ihnen nicht genug Anerkennung zollt. Sicherlich bieten auch andere Materialien einzigartige Vorzüge. In diesem Video werde ich alle näher beleuchten, aber lasst uns mit den bekanntesten drei beginnen. Beginnen wir mit den Drachen. Zauberstäbe mit Drachenherzfasern gelten oft als die mächtigsten und sind in der Lage, auch die komplexesten Zaubersprüche auszuführen. Solche Stäbe lernen schneller als andere. Obwohl sie die Loyalität wechseln können, wenn sie ihrem ursprünglichen Besitzer abgenommen werden, bauen sie stets eine tiefe Verbindung zu ihrem aktuellen Besitzer auf. Ein Zauberstab mit Drachenherzfaser hat eine Tendenz zur dunklen Magie, obwohl er nicht automatisch dorthin tendiert. Unter den drei Kernen neigt er am meisten zu Unfällen, da er ein gewisses Temperament besitzt. Nun zu den Phönixen. Phönixfeder-Zauberstäbe sind für eine breite Palette von Magie geeignet, obwohl sie möglicherweise länger benötigen, um ihre Fähigkeiten im Vergleich zu Stäben mit Einhorn- oder Drachenkern zu demonstrieren. Diese Zauberstäbe zeigen oft Initiative und können manchmal eigenständig handeln, eine Eigenschaft, die nicht alle Hexen und Zauberer schätzen.
Königsfeder-Zauberstäbe sind besonders wählerisch bei der Wahl ihrer Besitzer, da sie von einem der eigenständigsten und unabhängigsten Wesen abstammen. Als nächstes zu Einhörnern. Zauberstäbe mit Einhornhaarkern erzeugen konstante Magie und sind am wenigsten anfällig für Unregelmäßigkeiten oder Blockaden. Es ist besonders schwierig, sie für die dunklen Künste einzusetzen. Von allen Zauberstäben sind sie die treuesten und pflegen oft eine enge Bindung zu ihrem ersten Besitzer, egal ob dieser eine erfahrene Hexe oder ein versierter Zauberer war oder einfach nicht gut. Nachdem wir diese drei Hauptkerne besprochen haben, wenden wir uns nun den weniger bekannten Kern zu. Zauberstäbe mit einem Kern aus Velahaar stammen von den Velas, halbmenschlichen magischen Wesen, die anmutigen Frauen mit weißgoldenem Haar und heller Haut ähneln. Fleur de la Cour besitzt einen Zauberstab mit Velahaar-Kern und Ollivander bezeichnet dieses Material als besonders temperamentvoll. Es könnte sein, dass der Zauberstabmacher Grigorowitsch Velahaar für einige seiner Zauberstäbe verwendet hat. Es wird berichtet, dass das Horn eines Basilisken ebenfalls als Zauberstabkern genutzt werden kann. Bekanntermaßen wählte Hogwarts-Gründer Salazar Slytherin dieses Material für seinen eigenen Zauberstab, was angesichts seiner Affinität zu Basilisken, also mächtigen, schlangenähnlichen Kreaturen, nicht überraschend ist. Johannes Jonker, ein amerikanischer Zauberstabmacher, verwendet Vampuskatzenhaar als Kernmaterial. Die Vampuskatze ist ein magisches Wesen, das in den USA heimisch ist und als Symbol für eines der Ilvermorny-Schulhäuser dient. Donnervogel. Die Schwanzfedern des Donnervogels stammen von dieser mächtigen magischen Kreatur, die eng mit dem Phönix verwandt ist und die Fähigkeit besitzt, Stürme heraufzubeschwören. Der Donnervogel repräsentiert zudem eines der Haussymbole der Ilvermorny-Schule. Snilegaster. Zauberstäbe mit einem Kern aus Snilegaster-Herzfaser werden aus der magischen Kreatur gefertigt, sind aber nicht allzu häufig vertreten. Rugaru. Die Haarkerne des Rugaru stammen von einem gefährlichen magischen Wesen, das in den USA heimisch ist. Es wird oft als eine Kreatur mit einem Hundekopf und einem menschlichen Körper beschrieben, ähnlich einem Werwolf. Rugaru-Haarkerne werden von der amerikanischen Zauberstabmacherin Violetta Bevoes verwendet. Manche glauben, dass Rugaru-Haar eine Verbindung zu den dunklen Künsten hat, denn Rugaru sind höchst gefährliche magische Bestien. Serafina Piccari, die ehemalige Ministerin oder Präsidentin der Makusa, besitzt einen Zauberstab mit einem Rugaru-Haarkern. Testral-Zauberstäbe. Testrale sind geflügelte Pferde mit skelettartigem Körper, reptilienähnlichem Gesicht und breiten, fledermausähnlichen Flügeln. Es wird oft argumentiert, dass der Testral-Haarkern zu den mächtigsten aller Zauberstabkerne zählt, nicht zuletzt, weil er im legendären Elderstab verwendet wird. Dennoch könnte dieser Kern als einer der instabilsten und anspruchsvollsten in der Handhabung gelten. Trollzauberstäbe. Trollbart stammt offensichtlich aus den Gesichtshaaren dieser massiven, aber geistig beschränkten Wesen der magischen Welt. Obwohl Trollbartkerne oft als minderwertiges Material für Zauberstäbe betrachtet werden, sind sie durchaus funktionstüchtig. Diptam-Zauberstäbe. Zauberstäbe mit einem Diptam-Stielkern sind bemerkenswert, da sie aus dem einzigen uns bekannten pflanzlichen Material im Kanon stammen. Diptam gilt als potenzielles Heilkraut mit regenerierenden Eigenschaften und kann roh konsumiert werden, um leichte Wunden zu behandeln. Gehörnte Schlange. Der Kern aus dem Horn der gehörnten Schlange, einer mächtigen magischen Schlange mit vielen Fähigkeiten, wurde oft bevorzugt. Er ist bekannt für seine beeindruckende Leistungsstärke. Interessanterweise reagiert dieser Kern empfindlich auf die Parsel-Sprache und soll vibrieren, wenn diese spezielle Sprache gesprochen wird. Er hat auch die Fähigkeit, seinen Träger durch einen tiefen Klang vor Gefahren zu warnen. White River Ungeheuer. Die Stacheln des White River Ungeheuer, eines magischen Fisches, der in den Gewässern von Arkansas beheimatet ist, wurden vor allem vom Zauberstabmacher Tiago Quintana verwendet. Es wird angenommen, dass dieser Kern Zaubersprüche mit besonderer Eleganz und Stärke hervorbringen kann. Knochen. Interessanterweise können diverse Knochenarten als Zauberstabkerne genutzt werden. Obwohl im Kanon jetzt keine spezifischen Knochenarten als überlegen hervorgehoben werden, scheint ihre Anwendung durchaus möglich zu sein. Einige Zauberstäbe mit Knochenkern können zudem einen zusätzlichen Schalenkern enthalten. Wo wir schon bei Schale sind: ähnlich der ungewöhnlichen Wahl von Knochen als Kernmaterial können auch Schalen als Kerne für Zauberstäbe dienen. Ein bekanntes Beispiel ist Newt Scamander, dessen Zauberstab einen Kern aus Muschelelementen besitzt. Korallen. In der realen Welt sind Korallen wirbellose Meeresbewohner, doch in der Welt von Harry Potter besitzen sie magische Eigenschaften und können als Zauberstabkern eingesetzt werden.
Der Zauberstabmacher Grigorowitsch integrierte in manche seiner Kreationen solche Korallenkerne. Kurupira. Der Zauberstabkern aus Kurupira-Haar leitet sich von den rothaarigen, im brasilianischen Wald lebenden Zwergwesen namens Kurupira ab. Obwohl dieser Kern als notorisch instabil gilt, wird angenommen, dass nur besonders begabte Zauberer von einem solchen Zauberstab ausgewählt werden. Kelpie. Abschließend gibt es den Kelpie-Haarkern. Diese Haare stammen von Kelpies, gestaltwandelnden Wasserdämonen, die ihren Ursprung in Großbritannien haben. Ollivander selbst hat sich allerdings gegen die Verwendung von Kelpie-Haar in seinen Zauberstäben ausgesprochen. Und das war's mit diesem Video. Wusstet ihr, dass es 20 verschiedene Kerntypen gibt? Also ich wusste das vor der Recherche nicht. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das wusstet. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.